Hallo liebe Gruselfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem kleinen Kanal. Es ist wieder Kuschelgruselzeit und wir spielen ein Spiel, dessen Name ich nicht mal richtig aussprechen kann. Wir spielen Call of Cthulhu, Cthulhu oder auch Cthulhu, ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich erfahren. Nennt es, wie ihr möchtet. Es ist ein Spiel im Universum von H.P. Lovecraft. Ein Schriftsteller, der damals mal gelebt hat und der auch Horrorgeschichten geschrieben hat. Die sollen sehr verwirrend gewesen sein. Mehr kann ich euch darüber leider nicht sagen. Ich habe noch niemals eine Geschichte davon gelesen. Ich habe nie von ihm gehört. Doch, gehört schon den Namen, aber das war's dann auch. Also beste Voraussetzungen jetzt für uns hier, in dieses Spiel zu starten. Ich bin gespannt, ich bin die ganze Zeit drum rumgeschlichen, habe mich nie so wirklich aufraffen können, das zu spielen und gedacht, naja, sollst du nicht, weiß ich nicht so. Ja, und da uns jetzt ein bisschen Horror hier fehlt und mir auch sehr fehlt, würde ich sagen, wir geben diesem Spiel mal eine Chance. Es ist alles sehr grün, das mag ich. Und ich würde sagen, folgt mir in den alten Eulenwald und wir legen los mit Call of Cthulhu. Kapitel 1. Ermittlungsagentur Pierce, Boston. Boston, 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. So, dann, ja, geladen ist es. Dann betreten wir mal den Wahnsinn. Oha. Wenn ich verrückt bin, dann ist es Barmherzigkeit. Mögen die Götter den Menschen bedauern, der in ihrer Verstocktheit bis zum schrecklichen Ende bei Verstand bleibt. Zum Bewegen drücke L. Das kriegen wir gerade noch hin. Spiel gespeichert, finde ich auch gut. Zurück geht's nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal. Wo sind wir hier? In einer Höhle? Dann gehen wir mal. Hier gibt's frischen Fisch. Ducken. Zum Ducken drücke. Ist wahrscheinlich eh zu, ne? Es ist erst dann zu, wenn man an einer Kette gerüttelt hat. So, ducken. Okay. Gegen die Dunkelheit. Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Okay, wenn wir hier was anleuchten müssen, dann nehmen wir vielleicht hier die Laterne. Ja. Ja, hier. Drücke A. Sturmlaterne. Na, mit einer Sturmlaterne kann uns ja nichts mehr passieren. Gehen wir hier runter. What? Ja, mein Controller vibriert und die Welt auch. Das ist toll. Ich guck mich trotzdem hier mal um. Ist ja im Wasser, ne? Kann uns ja nichts passieren. Ist alles gut. Noch sind wir trockenen Fußes. Was haben wir genommen? Ein Bolzenschneider. Ja, guck mal, jetzt kriegen wir die Kette auf. Okay. Hier noch irgendwas? Nein.
Kriegen wir jetzt die eine Kette? Da können wir nochmal zurück. Können wir hier nochmal zurück? Das hier. Ja, guck mal an. Mussten wir sogar hier hin, frage ich mich. Hier ist gruselig. Komm, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen mal zu der anderen Tür. Ich hasse es, denn wenn man nicht weiß, welchen Gang man nehmen soll. Oder ist es gar derselbe? Ah ja, guck mal hier. Ist derselbe. Okay. Gut, dann. Hier gibt's auch wieder frischen Fisch. Weiß nicht. Was? Ist das Cthulhu, der mit uns redet? Cthulhu? Oder wie auch immer. Wer denkt sich denn so einen Namen aus? Okay, HP Lovecraft anscheinend. Lovecraft. Zwischen Fischgedärm und verwesenen Kadavern. Da lebt es sich doch gut. Oh Gott. Zum Rennen drücken, halte LT. Muss ich rennen? Ich renn mal, damit wir es wissen. Das ist Rennen? Wow. Das gemütliche ist Joggen. Tagebuch konsultieren. Ja, Ermittlungsagentur Pierce. Meine private Detektei, die bei der Detektei Wentworth unter Vertrag steht. Nach dem großen Krieg beschloss ich, mich in Boston niederzulassen. Hier gibt es immer genug Arbeit für Leute wie mich. Ein kleiner Fall jagt den nächsten. Ehebruch, offene Rechnungen, Verschwundene, die gar nicht verschwunden sind. Die alte Bürocouch ist nicht so bequem wie ein riesiges Bett und ich sollte wohl die leeren Flaschen loswerden. Aber es ist mein eigenes Reich. Für den Moment. Okay, wir haben unser Tagebuch. Hier oben haben wir noch mehr. Oh. Charakterentwicklung. Das habe ich nicht vermutet. Der Fall. Der Fall. 20. Oktober 1924. Der Doktor kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen. Aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir. Aber sie klingen so anders, so sonderbar. Als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Gut, haben wir denn hier irgendwelche Punkte? Fähigkeiten, Verstand? Psychisches Trauma. Ach du liebe Zeit. Albträume. Edward Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der Mars-Argonnen-Offensiv
Offensive teilnahm. Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bataillons amerikanischen Soldaten, die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und Alliierten erlitten. Inmitten gefallenen Kameraden und ohne Nahrung oder medizinische Versorgung mussten sie ihre Stellung mehrere Tage halten und wurden deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet. Pierce ist von diesen Ereignissen traumatisiert. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er, die Albträume, die ihn heimsuchen, abzuwehren. Mhm. Verstand stabil, überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem kartesianischen Denken führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten, Überzeugungen und deine Wahrnehmung der Realität hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Das klingt gut. Fähigkeiten, ich sehe nicht, ob wir hier irgendwelche Punkte haben. Irgendwie 6 CP bis zur nächsten Stufe benötigt. Für Stärke und alles klar. 1 von 5. Wieso hatten wir schon so viele Punkte hier? 2 von 5. Redegewandtheit, Entdeckung. Gut, das werden wir vielleicht noch erfahren. Hinzufügen, entfernen, bestätigen. Dafür müsste ich erstmal wissen, wie viele Punkte ich denn da habe. Ich sehe jetzt gerade nicht, was das da so... Oder macht er das automatisch? Wie auch immer. Wir gucken mal weiter. Darkwater, keine Informationen, Hinweise, Inventar. Lost Battalion, 10.7. Oder 18.7. Was? Was auch immer. Mein altes Feuerzeug, das ich in Gedanken an die 77. Infanterie-Division und die Gefallenen des verlorenen Bataillons graviert habe. Okay, inspizieren. Drehen. Ein Feuerzeug. Gut, und wissen? Wir wissen nichts. Gut, so viel dazu. Ganz viel zum Angucken, das tun wir auch. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. I used to be an avid reader. Schöne Bücher. Leider ohne Titel. Was ist denn hier Schönes drin? Gar nichts. Okay. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Ja, nicht sehr erfolgreich, der gute Mann anscheinend, als Privatdetektiv. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Der Mann hat nie verstanden, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er hat mich noch Wochen nach Ende der Untersuchungen angerufen. Fall abgeschlossen. Hell können wir drehen. Gibt's aber nichts zu sehen. Lesen können wir es leider auch nicht. Natural sciences, linguistics, archaeology. I should get rid of all this stuff. Okay. Whisky überall. Ach, herzlichen Dank. Spiel gespeichert, okay. Ja, gleich. Was haben wir hier noch? War ich da schon? Ach, nee, war ich da? Nee, war ich da? A good old story of blackmail in a speakeasy. Dem Barbesitzer, der mich angeheuert hatte, gefiel es gar nicht, wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte. Aber was kann man schon machen, wenn man wenn man gesetzwidrig gehandelt hat und ein Privatdetektiv Beweise gegen einen hat? Okay, Fall gelöst auf jeden Fall. Ja, ich komme gleich. Also, was haben wir hier? Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Der Fall. Das habe ich doch gelesen, oder? Ziele navigieren? Was soll ich denn hier navigieren? Hä? Aufträge?
Okay. Ja, wir gehen mal ans Telefon, ne? Was haben wir hier? Whisky, den lassen wir mal. Hier. I'm listening. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Was? Verteile deine Charakterpunkte. Jeder Charakterpunkt ermöglicht dir, eine Fähigkeit zu verbessern. Ja, ach, hier haben wir 8 verfügbare Charakterpunkte. Ja, Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Ja, das könnte vielleicht nicht schlecht sein. Stärke bezeugt deine Fähigkeit, körperliche Kraft anzuwenden. Ich weiß nicht, inwiefern wir die brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir die extrem. Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Okkultismus repräsentiert dein Wissen der okkulten Wissenschaften. Medizinkunde repräsentiert dein medizinisches Fachwissen. Okay, wow. Ja, dann machen wir mal Redegewandtheit, wa? Könnte nicht falsch sein. Machen wir mal hinzufügen. Noch 7 Punkte. Dann nehmen wir nochmal Stärke. Entdeckung. Machen wir mal von jedem etwas. So. 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 Und ein Punkt noch. Ja. So, bestätigen. Machen wir. Ja. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming! Sebastian, die späten Jahre. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic.
a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Gott, ich und That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay, wir hatten mal eben was auf unseren Schreibtisch gelegt. Okay, Hier ist was Neues. Ein seltsames Gemälde. Sarah Hawkins hat es kurz vor ihrem tragischen Ende gemalt. Direkt danach wurde es an ihren Vater geschickt. Er ist überzeugt davon, dass die Künstlerin seine Tochter es ihm hat zukommen lassen. Er hat mir das Gemälde für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Der reiche Unternehmer Stephen Webster ist bei mir gewesen. Ich soll für ihn den Fall Sarah Hawkins wieder aufrollen. Seine Tochter, nach ihr wurde der Fall benannt, ist mitsamt ihrer Familie in einem Feuer umgekommen. Er hat einige Dokumente über diesen Fall gesammelt. Ich sollte sie durchsehen und mir einen Überblick auf den Fall verschaffen. Gut, Ermittlungsagentur Pierce, das Gemälde untersuchen. Ziele navigieren. Kann ich aber hier nicht. Ich kann nur hoch und runter gehen. Okay. Das Gemälde untersuchen, Akte zum Fall Hawkins durchsehen. Okay, das tun wir dann mal. Das Gemälde. Wir können ja erstmal das hier, ganz unvoreingenommen, gucken wir uns erstmal hier die. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Eine Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36, Darkwater. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Drehen. Ist aber nix, okay. So, dann gucken wir uns mal hier das Bild an. Achso, ermitteln. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Kann ich erst das Tagebuch konsultieren? Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Der Polizeibericht erwähnt ihre labile Psyche. An dieser Geschichte ist etwas faul. Mehr über Lagerhaus 36 herausfinden. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Ja, wir fragen erstmal, wo hat die gelebt? Hier die labile Psyche. Das scheinen ja normale Gesprächsoptionen zu sein. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions, everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Geh doch selber dahin, mein Gott. Ja, ich sag mal, das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Das haben wir freigeschaltet. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Kann ich das Bild nochmal sehen? Nee, ich kann mich gar nicht mehr umdrehen. Ja, ich sag mal hier, was ist hier? Ermittlung Profi? In der Geschichte ist was faul und hier ist wahrscheinlich gehen wir dann dahin, ne? Ich mach mal hier. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that.
I believe there is more to this case than just an accident. Okay, jetzt haben wir alles gefragt, dann bleibt ja nur noch das hier. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Mehr Informationen brauche ich nicht. Oder mehr über Lagerhaus. Hä? Können wir das nochmal fragen? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. Ja, ja, sorry. Your daughter could have been the sender. That is what go to Darkwater. Ja, wir gehen nach Darkwater. Okay, das war's dann hier. Dann mehr Informationen brauche ich nicht. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Yeah. Something's queer. But it's not like I have a choice. Nö. Hast du eigentlich nicht. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. Hm? I'll no doubt find some information on this island in there. Mhm. Ja, wir gucken erstmal in unser Tagebuch hier. Nach Darkwater reisen und mehr über Darkwater herausfinden, ja. Und hier haben wir hier was Neues. Ja, im Bücherregal findet man bestimmt was über Darkwater. Dann, Punkt haben wir nicht. Darkwater. Ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston. Stephen Webster. Beauftragte mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheiten. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Charles Hawkins. Charles Hawkins war eine örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe einer Räderfamilie reiste er viel. Bei seiner Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heirateten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Oh wow. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Der ist mittlerweile verstorben. Sie ist auch verstorben. Sarah Hawkins, Malerin. Ist eine für ihre Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde auf die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihre seltenen öffentlichen Auftritte gefeiert. Ich glaube, sie sagte einst, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgte ihrem neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von den Titelseiten und niemand hörte mehr von ihr. Selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Stephen Webster sucht noch nach der Wahrheit. Und ihr Sohn Simon, einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins, er starb in dem Feuer, das seine gesamte Familie tötete. Wie dumm ich eigentlich bin, dass ich gesagt habe, der ist mittlerweile verstorben. Ja klar, die sind ja alle in dem Feuer umgekommen. Guten Morgen. So, die Einwohner. Dann haben wir hier Orte und Okkult. Das ist das Bild, das können wir uns dann jetzt nochmal angucken. Eine Frau, die ein Kind schützend hinter sich hält und eine Gestalt mit großen Klauen anscheinend, von der man nur die Silhouette sieht und auf der Brust ein seltsames, unbekanntes Symbol. Okay, ist Kunst von Sarah Hawkins. Für die einen ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter. Die geheimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihre Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawkins Portale zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus dem Notizbuch von Edward
Pierce, Privatdetektiv. Okay. So, Hinweise haben wir gesehen. Das Bild haben wir auch gesehen. Und Inventar ist immer noch unser Feuerzeug. Okay. Gut, mehr über Darkwater herausfinden. Ja, vielleicht ist es ja das Buch, was da auf dem Stuhl plötzlich liegt. Was ist das hier? I wonder why I still take these things. Schlaftabletten. Die Ärzte haben sie verschrieben, als ich aus dem Krieg zurückkehrte. Sie sagten, sie würden den Albträumen ein Ende bereiten. Seit einiger Zeit lässt die Wirkung immer mehr nach. Haben die mitgenommen? Oh, gut, für den Fall, dass wir mal ein Nickerchen machen wollen, haben wir Schlaftabletten dabei. Hm. Gut, dann... Bis jetzt ja noch nicht so gruselig, ne? Aber es wird sich hoffentlich nicht ändern. Einführung in die Medizinkunde Band 1. Ein umfassendes Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem ersten Band sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Okay, Medizinkunde, Fortschritt. Mhm. Dann gucken wir nochmal hier bei den Büchern. I used to be an avid reader. Ja, aber wir suchen ja jetzt ein Buch über Darkwater, ne? Wenn du ja so ein großer Leser warst, dann müsstest du ja eigentlich wissen, wo das ist. Natural Sciences, Linguistics, Archaeology. Ah, hier? Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an frühes Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenden Zeugnisse naiver und primitiver Religion darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände langer verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Hm? Gut. Ja, da hupt schon unser Taxi. Und ich würde sagen, bevor wir uns auf den Weg nach Darkwater machen und herausfinden, was denn mit Mrs. Hawkins und ihrer Familie passiert ist, würde ich sagen, das war's für die erste Folge von Call of Cthulhu. Ich mag es, ich find's gut. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, was noch so passiert. Wir sind mal ganz unvoreingenommen. Wir schauen dem Ventilator zu, der auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Und ich sage, bis hoffentlich zur nächsten Folge. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.